Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am Mittwoch, dem 13. Juli. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich hoffe, Sie haben die Wochentage des Auftakts, den Wochenbeginn, gut überstanden. Wir wollen heute wieder den Markt beleuchten und uns heute, ja, der ältesten Währung der Welt, dem Goldpreis, aber schrägstrich auch dem Silberpreis mal zuwenden, weil hier ganz interessant daherkommend. Wir sehen hier in der Heatmap unten dargestellt die Top 14 FX-Pairs, eben hier mit den meisten oder mehr oder weniger größten Handelsvolumen bzw. der größten Aufmerksamkeit und der Goldpreis heute als älteste Währung auch dabei und hier mit 0,7% knapp vorn. Warum, wieso, weshalb, das wollen wir uns jetzt mal im Chart anschauen, bevor wir nachher eben, wie gesagt, Silber mal ein Stück weit näher betrachten. Wir sehen jetzt hier erstmal den Wochenchart vom Goldpreis. Hier ist die Lage grundsätzlich sehr, sehr positiv. Ja, wir sehen jetzt zwar hier eine aktuell schwache Handelswoche, das ist aber alles halb so dramatisch, denn wir dürfen natürlich nicht vergessen, von wo der Preis Ende Dezember, insbesondere hier vom Januar ausgehend gekommen ist. Und wir haben hier mehr als, oder ich sag mal, gute $300 zugelegt. Das ist exorbitant. Der Auftakt 2016 kann sich wahrlich sehen lassen für alle Edelmetallfans. Und wir haben hier auch mittelfristig tatsächlich, wenn wir uns mal ein Stück weit rauszoomen, hier vom Hoch ausgehend des Jahres 2011. Sicherlich eine sehr, sehr interessante Phase. Ich zauber mal hier so eine schräge Trendlinie rein, um das nochmal ein bisschen übergeordnet zu unterstreichen. Da kann man sagen, der primäre Abwärtstrend, wenn man sich mal hier an der Trendlinie orientieren wollte, wäre jetzt sogar auch gebrochen, wenn man hier möglichst viele Auflagepunkte versucht zu erhaschen. Wenn man hier nur die Spitzen der Kerzen nimmt, dann wäre es noch nicht der Fall. Aber das ist genau die Krux an den schrägen Trendlinien. Diese sind wirklich nur wegweisend und haben ja nicht wirklich die Relevanz, um sozusagen das große Kapital in irgendeine Richtung zu lenken. Dafür sind vielmehr die horizontalen Widerstandszonen, die horizontalen Support-Levels, das sind genau die Levels, worauf es ankommt. Und genau so ein Level haben wir zum Beispiel auch beim Goldpreis. Für den Fall, dass der jetzt zurückkommen sollte, ist die Marke von $1.300 auf jeden Fall interessant. Ich glaube noch nicht mal, dass er so tief zurückgeht, aber wenn es passieren sollte, wäre das hier eine interessante Zone, auch ausgehend von diesem Aufwärtsimpuls, den wir eben seit Ende des letzten Jahres gesehen haben, hier sozusagen auf den Preis aufzuspringen. Wir machen mal auf Wochenbasis eine Fibonacci-Korrektur bzw. Anlegung der Fibonacci Levels und da sehen wir, dass wir hier knapp unter 1000 oder um $1.300 das 23,6er Level haben. Das wäre praktisch eine Minimalkorrektur. Im Ausdehnungsfall kann man davon ausgehen, dass hier die 38,2 im Sinne des goldenen Schnitts hier touchiert werden könnten. Das wären 1250, aber so tief kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Goldpreis in solche Regionen abdriftet. Also insofern mal im Auge behalten, wie lange die Schwächephase jetzt hier aktuell anhält. Jetzt gehen wir mal kurz im Tageschart dazu. Da haben wir die Situation ein Stück weit aufgezoomter, reingezoomter, nochmal konkreter dargestellt. Und da sehen wir hier sehr schön, ja, die Impulse. Das ist hier die Brexit-Kerze, die sich auch wahrlich sehen lassen konnte. Grundsätzlich eben hier die Planung, die, dass der Goldpreis nach diesem starken Event, nach diesem starken Event-Move hier durchaus auch mal verschnaufen kann. Es ging jetzt hier nach Fibonacci Extensions direkt hier bis zum Ziellevel um 1367. Das ist ganz interessant übrigens, dass wir hier, kleine Korrektur nach unten machen, einen Dip, hier diese Fibonacci-Projektion, praktisch diesen Bewegungslauf hier mit dem 161,8er Level praktisch projiziert, dann exakt eben hier zu diesem Niveau führt, welches auch interessanterweise erreicht wurde. Seither der Preis eben schwächer. Aber alles halb so dramatisch. Grundsätzlich muss man eben sagen, Ziel abgearbeitet, jetzt Konsolidierung, wie es denn immer hier in den Schritten so läuft. Und dann kann man jetzt eben einfach davon ausgehen, dass der Goldpreis sich in Bälde wohl wieder, wenn er seinen Trend fortsetzt, weiter nach oben entwickeln dürfte. Der Markttechniker legt praktisch hier an die Hochs und Tiefs entsprechende 2-3 Punkte an. Dann haben wir jetzt praktisch hier einen ganz, ganz typischen, ganz normalen Ablauf, der hier sozusagen jetzt mal durch diese Steps visualisiert ist. Und wenn wir da jetzt hier den Goldpreis eben auf Tagesbasis auch hier in der Bewegungsstrecke jetzt nach Fibonacci mal einfangen auf dem kleineren Bild, dann sehen wir jetzt hier vom Hoch und Tief dieser Bewegung, diese 1, 2, 3 Markttechnik-Bewegung, dass der Goldpreis hier sogar idealerweise im Bereich 1308 etwa schon Unterstützung findet. Hier hatten wir auch beim letzten Devisenradar schon diesen Horizontalbereich definiert mit dem aktuellen Hoch und der 38er Fibonacci-Projektion bzw. des 38er Fibonacci-Retracement-Levels, so heißt es ja richtig, hat der Goldpreis hier eine sehr, sehr gute Chance, bereits hier schon zu drehen, noch vor der Marke von $1.300. Sollte es hier tiefer gehen, gut, dann müssen wir wirklich hier den Fall nach unten ziehen, dann kann es Richtung 1250, 1220 gehen, aber sehe ich aktuell, wie gesagt, nicht. Goldpreis aktuell in der Phase der Schwäche, zumindest eben Montag, Dienstag, heute sehen wir eine Erholung.
Goldpreis könnte auch theoretisch jetzt schon direkt wieder aufdrehen. Dann hätten wir hier praktisch das 23,6er-Level auf Tagesbasis. Sehen Sie, Punktlandung in diesem Fall. Je früher ein Underlying, ob das jetzt Gold, Silber, Euro, US-Dollar, DAX, whatever ist, nach einem laufenden Bewegungsimpuls in der Konsolidierung wieder nach oben dreht, desto bullischer. 23,6 ist wirklich so eine absolute Minimalkorrektur. Wenn der Goldpreis jetzt wieder nach oben laufen sollte und ein neues Mehrjahreshoch macht, dann wäre das höchst, höchst bullisch, weil eben die Kräfte, die Käufer gar nicht so tiefe Rücksetzer zulassen würden. Rein strukturell muss man sagen, hier am 38,2-Level wäre eine Idealkonstellation für den Goldpreis, um praktisch nach oben zu drehen. Von diesem Level praktisch wieder nach oben anzusteigen. Das heißt, der wäre dann ein Stück weit, ich will nicht sagen die Übertreibung, aber eben die Spannung nach oben raus oder der steile Aufstieg ein Stück weit entspannt sozusagen, und dann wäre wieder genug Kraft, hier praktisch nach oben weiter aufzudrehen. Aber natürlich kann der Goldpreis auch direkt ohne das 38er Level im Bereich 1308 zu touchieren weiter nach oben gehen, und das sehe ich auch so, meine lieben Zuschauer. Ich sehe den Goldpreis in der Tat hier weiter bullisch. Da sind hier Signale jetzt an der Front zu sehen, die hier das mittelfristige Bild weiter ganz klar aufhellen. Die Saisonalität möchte ich Ihnen da nicht vorenthalten zum Goldpreis. Wir sehen hier eine sehr, sehr bullische Phase mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Jetzt dehnen wir das Ganze mal auf die kommenden 40 Tage. Und schwuppdiwupp. Schauen Sie das an. Wir gehen hier gut in den Juli, leichter Dip, Ende, dann August sehr, sehr dynamisch, und im September findet das Ganze nochmal seine Explosion, hätte ich fast gesagt, aber seine steile Fortsetzung. Wir haben übrigens beim Goldpreis gerade im August einiges an saisonalen Pattern, die mit Blick auf die letzten 10, 20 Jahre auf jeden Fall einen wiederkehrenden Muster und wiederkehrenden Zyklus visualisieren. Das heißt, der Goldpreis hier auf jeden Fall hoch, hoch interessant, und den werden wir sicherlich in den nächsten Tagen auch weiter im Auge behalten. Goldpreis, soweit wie gesagt, grundsätzlich bullisch. Konsolidierung kann bereits beendet sein, aber eine Ausdehnung bis 1310, 1308 wäre überhaupt nicht problematisch und würde keinesfalls hier das grundsätzlich positive Bild schwächen. Jetzt schauen wir uns mal kurz noch Silber an. XAU-USD sozusagen. Und da haben wir hier die Situation, dass der Silberpreis natürlich ähnlich steil daherkommt, hängt ja sozusagen am Nabel vom Gold. Auch hier sehr, sehr steil gelaufen über die Marke von 21. Hier haben wir einen Horizontalwiderstands Bereich, also eine Zone, wo der Preis hier interessanterweise tatsächlich ins Stocken geriet. Hier ähnliche Situation. Diese Zeichnung stammt vom Devisenradar Webinar, was wir übrigens heute Nachmittag 15 bis 16 Uhr haben. Kostenfrei, seien Sie dabei. Da können wir noch mal ein Stück weit tiefer in die Edelmetalle eintauchen, Schrägstrich den ganzen Währungsmarkt natürlich unter die Lupe nehmen. Aber hier Silber in einer ähnlichen Konstellation, hier habe ich die Fibonacci-Levels schon mal aufgezeichnet, auch mit der Idee eben, dass es durchaus hier nochmal ein Stück weit tiefer zurücksetzen könnte. Die Zone um 19 Dollar wäre praktisch hier eine ideale Zone des Retracements, eine Zone des Wiedererstarkens sozusagen für den Silberpreis. Ob es natürlich bis dahin geht, weiß kein Mensch, aber technisch wäre das eine Glanzleistung. Wir sehen eben heute Silber auch schon wieder sehr, sehr stark unterwegs. Hier aktuell eine Konsolidierungsphase. Solange wir unterhalb des Hochs vom 11. Juli bleiben, hier bei 2068, da muss man sagen, ist noch alles möglich. Das heißt, der Silberpreis kann hier immer noch hin und her swingen und durchaus die 19 Dollar touchieren, wenn er das tut. Also hier in diesem Bereich Augen auf, da wird es wirklich spannend, weil wir haben auch hier auf horizontaler Ebene im Silberpreis eine sehr, sehr schöne Zone, ein sehr, sehr schönes Level, was immer mal wieder, also einstweilen hier 2013, 2014 für definitiven Support sorgte, und 19 Dollar dürfte auch hier wieder interessant sein, sofern der Silberpreis dieses Level antestet. Aber grundsätzlich auch hier die Reise weiter nach oben bestimmt, und ich denke mir, der Silberpreis hat die Chancen, hat das Potenzial, hier auf jeden Fall Niveaus im Bereich von 23-25 Dollar anzulaufen während der nächsten Wochen-Monate, und der Goldpreis ergo natürlich ja dann nicht minder dynamisch in seinen Bewegungsimpulsen, um hier praktisch dann auch auf mittelfristiger Ebene die 1400 zu überschreiten und gegebenenfalls auch dann Richtung 1500, 1550. Das ist hier ein ganz wichtiges Level anzuziehen. So dann, liebe Zuschauer, das wäre es praktisch schon gewesen für den heutigen Devisenrat da. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Einschalten, freue mich, dass Sie dabei waren, und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns heute Nachmittag zum Devisenrat Webinar wiedersehen. Ansonsten morgen 9:30 Uhr in alter Stärke und neuer Frische. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.